Wasser. Also selber gemacht, das Kinder. Nach jedem Schluck hat man extra so. Keine Ahnung warum. Also, leg mal los. Bam! Feel Good Podcast, Solo-Folge. Die erste, wo man eine Zistig rauskommt. Also sie kommt noch knapp am Zistig raus. Heute ist nämlich Zistig da. 13. Zistig der 13. Zistig der 13. Juli 2021. Der Tag, wo ich das Gefühl hatte, die Welt geht definitiv unter. Also jetzt ist es ein bisschen besser. Jetzt hat sogar mal so etwas wie einen Sonnenstrahl zwischen den Wolken gehabt. Aber letzte Nacht und heute, ich habe hier in Zürich geschlafen und bevor ich geschlafen habe, bin ich mal aufs WC und habe das Fenster angekippt, also so halt einfach gekippt, angekippt. Wie kann man etwas ankippen? Habe das Fenster angekippt, gekippt, wie auch immer, einfach oben offen, unten zu, das meine ich. Und habe ich dort schon gehört, dass es ziemlich nicht ganz so, aber dass es halt schon deutlich gewindet hat, ja. Dann habe ich so gedacht, ah, das ist so der klassische, das ist der klassische Wind vorm Sturm, ja. Es ist nicht mehr Ruhe, es ist schon Wind, aber es kommt jetzt dann stürmen. Und aus diesem Grund habe ich gefunden, ich schaue mal schnell auf die Strasse, wie fest es effektiv windet, ja. Weil der Ton hat mir nicht gelangt, ich habe noch gesehen, wie fest es windet. Zum Beispiel, immer grosse Indikator sind ja zum Beispiel Strassenlaternen, ja, die, wo an den elektrischen Drähten, was sind das eigentlich? Ja, von dort halt, wo die Vögel drauf hocken. Die zum Beispiel, wenn die sich bewegen, Bäume sind ein grosser Indikator. Wenn Autos sich bewegen, wird es schon schwieriger. In dem Fall ist aber so ein Dude, habe ich gesehen, muss dazu sagen, ich bin aufs Netz, ich schlafe, also ich schlafe immer nackt, ja, mache ich halt einfach so. Ich brauche die Freiheit. Und ich habe dann gefunden, das ist eine gute Idee, dass ich jetzt einfach nackt in die Küche stand und mal auf die Straße lege. Habe alles dunkel gehabt bei mir, ja, aber eben eine von den Straßenlaternen, die hat ab und zu so gewindet, dass es mich angeleuchtet hat. Also ich denke, das könnte vielleicht falsch wirken, falls jetzt jemand schaut. Ja. Hat aber niemand geschaut, sondern nur ich habe rausgeschaut und habe einen Dude gesehen, der aus irgendeinem Grund auf einem Parkplatz ein Auto stehen hat und mit so einem, aber wirklich mega kleinen Spritz, nicht einmal Spritz, Kernlesen, sondern einfach so eine Spray, einfach so eine scheiß kleine Spray, hat er gefunden, er tut jetzt damit sein Auto einsteigen. Aber es hat wirklich ausgesehen wie so eine Febreze, so Ajax oder so. Er läuft so, läuft so ums Auto rum und ich denke so, Kollege, das Auto, wenn du das jetzt einsprichst, dann hast du irgendwie 3 Stunden, weil es hat immer so eine Quadrat, 3 Quadratzentimeter hat es angespritzt und dann hat er mir so weiter neben dran spritzen. Das hat er die ganze Zeit gemacht, er läuft so, es hat aber nicht lang gemacht. Weil in dem Moment, ich sehe das, da geht wirklich 5 Sekunden oder so und dann macht es aus dem Nichts einfach der härteste Regenfall seit vorgestern oder so, wo es gestürmt hat. Also einfach so, wie es immer der Sommer halt ist, wo es dann einfach abseicht. Aber dort ist wirklich gesehen, Platzregen aus dem Nichts. So, dann hat er gefunden, oh Scheiße, es regnet. Das ist nicht gut, ja. Hat aber nicht entschieden, ins Auto zu gehen, sondern rennt dann zuerst über die Straße, wo es vielleicht so eine 15 cm Vorsprung, Dachli, was auch immer hat, steht dort an und du siehst wirklich in dem Moment schon, Indikator ist immer, wie schnell der Boden nass wird, ja.
Und während ich das überlege, ist der Boden schon komplett nass. Das heisst, er merkt auch, die 15 cm Vorsprung, die langen jetzt nicht. Dann rennt er nochmal ums Auto um und während er ums Auto umrennt, ich muss dazu sagen, er ist von der Fahrerseite angerannt und rennt aber drum herum, hat er es aufgeschlossen. Und dann ist er eingestiegen und dann ist er aber nicht losgefahren, sondern ist einfach mal im Auto gesessen. Und dann hat wahrscheinlich gedacht, warten wir jetzt mal ab, was jetzt noch passiert. Und das hat er auch gemacht, bis es auch von Hageln hat. So heftig wie schon seit etwa 2 Tagen nicht mehr, wo es das letzte Mal so gestürmt hat. Und zwar hat er dann gemerkt, jetzt ist, glaube ich, gerade ein sehr schlechter Moment, um einfach hier rumzustehen und warten. Und dann ist er losgefahren und ist durch den Hagel abgedüst. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, was du da siehst. Eins am Morgen, 1:30, irgendwie so, ja. Und ich bin dort mega froh gewesen, mega froh. Nicht schadenfreudig für ihn oder so, sondern hauptsächlich wirklich auch froh für mich. Dass ich seit ein paar Tagen eine Garage habe. Ja, also einen Einstellplatz. Es war zwar ein fucking Pain gewesen, um den zu kriegen, weil, ich will jetzt die Firma nicht sagen, ja, aber so Immobilienverwaltungen sind mitunter das Komplizierteste, was es gibt. Vor allem, wenn es Menschen gibt wie ich, die sagen, hallo, ich hätte gern den Garagenplatz. Der einzige, den sie ausgeschrieben haben. Und die dann sagen, aha, ja, okay, vielleicht. Aber man kann ihnen noch Bescheid. Und ich so, okay. Und dann irgendwann 2 Wochen später, hatten sie noch Interesse an dem Platz? Ja, habe ich ja angemeldet, das Interesse, und das besteht immer noch. Mhm. Okay, dann können sie sich da jetzt drauf, nicht, dass sie haben nicht gesagt bewerben, dann können sie jetzt da quasi alle Unterlagen ausfüllen. Dann machst du das. Und dann heisst es, okay, bevor wir ihnen jetzt den Vertrag ausstellen, welchen Platz wollen sie? Das 3 oder das 4? Ich so, keine Ahnung. Ich habe ein kleines Auto, auf das, wo gerade Platz hat. Wir wissen eben selber nicht, wie gross die Parkplätze sind. Gehen Sie es doch besichtigen, wir empfehlen Ihnen das sehr. La 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 la, dann bis man mal einen Termin gefunden hat und so, habe ich dann gefunden, es bringt es eigentlich nicht. Ich gehe jetzt auf Risiko, ich habe ein kleines Auto. Ich nehme einfach einen von den beiden, entscheide sie. Hat sich herausgestellt, jetzt, wo ich es habe, sind genau gleich groß. Also, ist eh egal. Und, anyway, Riese hier und her noch. Vertrag ist dann auch noch lang gegangen. Also, aber ich will mich nicht beschweren oder so. Es ist nur die Frage, warum das so kompliziert muss sein. Jetzt haben wir aber, ja, großartig Garageplatz, vor allem jetzt, wo es immer hagelt, habe ich gehört, kann man noch bei der Versicherung, kann man irgendwie noch 2 Franken günstiger werden. Finde ich super. Das sind die 2 Franken, die dann... Ich habe eine Sprisse. Au! Au! Ich habe noch gedacht. The fuck? Uhuhu! Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen. Das ist das kleinste Stück Holz, das ich jemals gesehen habe. Okay. Aber es hat mega weh gemacht. Wo bin ich gesehen? Bei meinem Garageplatz. Genau, Versicherung und so, das ist schon mal gut. Und vor allem muss ich nicht mehr, wenn ich in Zürich bin, ich bin ab und zu in Basel, bin ab und zu in Zürich, muss ich nicht mehr eine Tagesparkkarte kaufen. Weil das Problem ist, selbst wenn man die hat, muss man ja zuerst noch einen blauen Parkplatz finden. Und da sage ich, vor allem in Zürich, sage ich immer, ich finde immer einen Parkplatz. Ja. Also es ist tatsächlich so, die Leute haben da so ein bisschen, was soll man sagen, die haben ein bisschen schlechten Eindruck von Zürich. Ja. Ich finde immer einen Parkplatz, es braucht nur ein bisschen Optimismus.
und 40 Franken. Ja, ist wirklich so. Weil, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wo sie warten. Sie machen auch nur ihren Job. Ich bin nicht auf die Menschen persönlich hässig, aber ich glaube wirklich, sie stehen so um eine Ecke und schauen so und sagen sich, mit schon ihrem komischen Gerätchen, wo sie können die Bussen drauf tun, sehen sie dann, aha, bis 11.01 bezahlt. Und um 11.02 haben sie schon den Buss geschrieben, wo sie dann dran dienen. Ja, ich sehe es aber nie vorher. Sie kommen aus dem Nichts. Egal, das muss ich jetzt nicht machen. Herrlich, ich habe jetzt den Parkplatz. Hat dann gemerkt, dass auch da andere Nachbarn, andere Menschen, die da wohnen, sagen wir jetzt mal, ähnliche Lebenszeit verbringen wie ich. Nämlich, ich mache die Garage auf, schaue mal, wo alles ist. Und dann hat es natürlich überall, hat es immer wieder mal so ein Schlüsselloch und ich habe verschiedene Schlüssel. Also habe ich mal so probiert, ist da, nein, ist da. Und dann auf einmal so, suchen Sie etwas? Und ich so, was, wo, hallo? Ist einer so im zweiten Stock schaut aus dem Fenster mit der selber drehten Zigarette, die noch am Rauchen ist. Suchen Sie etwas? Kann man Ihnen helfen? Und ich so, ah, nein, sorry. Ich hab hier einen Garagenplatz gemietet, nur mal geschaut, was ist. Ah, das ist eben das Schlüsseldepot. Und ich so, okay. Pff, I don't give a shit. Und dann raucht er so weiter an seine Zigarette. Und ich habe gemerkt, er fühlt sich so ein bisschen gestört, dass ich jetzt hier quasi rumgelaufen bin. Ne? In seinem Haus. A4X und Schlussstrich. Und dann sagt er irgendwie so, ja, sind halt ein bisschen eng die Parkplätze, oder? Und ich so, nein, es geht schon. Ja, haben Sie schon einen gemietet? Und ich so, ja, okay. Und dann hat er gesagt, einfach nichts mehr. Und raucht weiter seine Scheiße, selber dreht die Ziege nicht so. Ade. ja, somit, das ist der Zeist, der gestürmt hat. Zwei Tage nachdem Italien die EM, die Euro 2020 gewonnen hat. Und das muss ich sagen, absolut verdient. Ja, absolut verdient. Ich meine, die haben müssen, Achtung, von Rom auf London. Absolut verdient. Absolut verdient, ja. Wenn man vergleicht, was die Schweiz da für Reisen auf sich genommen hat, mal schnell auf Baku. Ja, ist ja gerade um die Ecke. Ist ja kein, wirklich, vor allem so fürs 2021, wo man ja wirklich durchs Band durch, ich glaube, alle Parteien, Klimaschutz sehr, sehr weit oben sieht, wo man noch eine Pandemie langsam am Abarbeiten ist, da macht es absolut Sinn, dass man so weit schnell fliegt für ein Match. Ja. Dann wieder zurückfliegt. Dann nochmal fliegt. Dann wieder zurückfliegt. Dann auf St. Petersburg fliegt. Und dann heimfliegt. Nein, aber jetzt abgesehen von dem Sportler gesehen, finde ich, ich bin noch nie ein großer Italien-Fan gesehen, weil mir der Fußball einfach nicht so gefallen hat. Und da hat man es ja schon gesehen, erster Match schon, zweiter Match gegen die Schweiz, dass sich das bezahlt gemacht hat, dass sie da alles neu umstrukturiert haben und quasi von null auf angefangen haben. Und im Finale ist es trotz allem meiner Meinung nach dann auch verdient gesehen für Italien, dass sie gewonnen haben. Trotz Penaltyschiessen, was immer ein bisschen halt so eine, ja, heikel ist, und trotzdem frühe Goal für England. Sie haben mehr fürs Spiel gemacht, finde ich, und durch das ganze Turnier durchgesehen, finde ich wirklich, sie haben attraktiven Fußball gespielt, sie haben nicht aufhören spielen nach dem 1-0 und haben gezeigt, was so ein Team-Spirit kann machen. Ja, das schnell zu dem. Aber mir hat viel mehr natürlich der Match, also nicht der Match davor, sondern die Runde davor mehr packt vor der Halbfinals, nämlich noch Viertelfinal. Schweiz-Spanien. Die, die den Podcast hören und oder schauen. Oder schauen. Ohne Ton.
die werden festgestellt haben, dass ich ja erzählt habe, dass am Tag von dem Match ich Solo spiele. Mein einziges Solo diesen Sommer, nachdem ich das letzte Mal irgendwie im Dezember gespielt habe. Und ich habe ja noch gesagt, ich mache einen Vlog. Und ich habe ganz viel gefilmt. Und ich bin dann aber ganz ehrlich gesagt nachher nicht so motiviert gewesen, das zusammenzuschneiden. Weil da kann man ja auch wirklich ehrlich sein, wir sind ja unter uns in so einem Podcast. Weil der Match war, wie erwartet, nicht allzu viele Besucher. Ich rede jetzt nur von meiner Show mal schnell zum Anfang. Nämlich etwa 20, hätte ich gesagt. Vielleicht 22. Ich habe sie nicht zählt, ich habe nicht wollen zählen. Das ist am Schluss auch egal. Bis zum Tag probierst du alles, dass es möglichst voll wird. Und am Tag selber, vor allem aus Künstlerseite, sagst du, die Menschen, die da sind, scheißegal, das wird ein Knaller. Bester Beweis, Solo-Show in Zug, ein Tag vor dem Lockdown, alle Menschen schon in riesen Panik. 13 Leute sind gekommen, ist somit auch der Niere gesehen von meinem letzten Programm. Habe ich auf YouTube Link, entweder da oder am Schluss vom Video oder keine Ahnung was. Falls ihr auf YouTube sind, dann sonst dürft ihr auf YouTube gehen, auf mein Profil klicken und dort ist es auch. Also wer das noch nicht gesehen hat, und dort sieht man, wie unglaublich geil das kann sein. 13 Leute, die richtig Bock haben, plus ich, die richtig Bock haben, und dann gibt es schon fast magische oben, wirklich wahr. Nicht ganz so an dem oben, weil von denen, wie viele sie auch immer gesehen sind, sind etwa 90%, 95% sogar Saisonabonnement gesehen. Saisonabonnement ist im Künstlerkreis immer ein sehr, wie soll man sagen, ein Wort, womit sehr viel Meinung schon belastet ist. Ich sage jetzt nicht, was für eine. Aber logischerweise kann man es zusammenfassen mit, das sind im Normalfall nicht Menschen, die explizit die Show, explizit die Person sehen wollen, sondern auf Baseldeutsch sagst du immer das Billett ausfahren. Ja? Also wenn du ein Busbillett für eine Stunde hast, dann fahrst du auch eine fucking Stunde. Wenn du nur eine Station müsstest fahren. Und das Gleiche ist natürlich mit so einem Saisonabonnement. Oder? Du zahlst einmal und dann probierst du möglichst oft zu gehen. Und dort ist jetzt eh schon nicht allzu viel Stand-up gelaufen bis dahin. Und die Menschen, die jetzt vielleicht da hätten können kommen, wäre ich Millionär, hätte ich das Gespräch jetzt auf meiner Yacht. Aber schlussendlich sind in dieser Woche, ich glaube 10 Stück oder so, sind zurückgegeben worden, Reservierungen abgelehnt, cancelled, weil sie gewusst haben, nein, dann ist der Match. Somit, ich glaube, 2 junge Leute, ich glaube, die haben es toll gefunden. Die anderen haben es auch toll gefunden. Ist jetzt aber natürlich nicht das klassische Stand-Up-Publikum, wo man sagt, boah, geht ab, ziehen sich aus, was man halt so macht. Und lachen auch noch, sondern es ist halt alles ein bisschen entspannter. Ja? Stand-up ist wahrscheinlich eben auch nicht so die Disziplin Nummer 1, wo sie immer schauen. Das heisst, an dem oben ist für mich ist geil gewesen, habe ich Solo wieder mal können spielen. Das hat mega Bock gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich an einem Punkt bin, wo ich vor allem das will machen. Natürlich will ich gerne mit Kollegen und Kolleginnen auftreten und einen schönen Abend haben. Vor allem, wenn man selber noch veranstaltet, macht immer Spass, dass man etwas Tolles kreiert hat in dem Moment. Ja, aber dass man effektiv das, was man selber von A bis Z kreiert hat und selber dafür verantwortlich ist, dass man das dann auf der Bühne präsentiert, das macht schon mega Bock, muss ich sagen. Und das ist auch dort sehr cool gesehen. Ich habe auch wieder gemerkt, sicher schon mal, weil es über ein halbes Jahr her gesehen ist, wo ich das letzte Mal gemacht habe, habe ich halt auch gemerkt, dass es fucking harte Arbeit ist. Ja? Und es klingt immer so, der Komiker steht 2 Stunden auf der Bühne, harte Arbeit. Aber halt vor allem, also körperlich ist das eine, weil du bist halt konstant in so einem leicht erhöhten Anspannungslevel. So ein bisschen Adrenalin, wo du dir selber irgendwie pushst, wie so psch, psch,
Ich habe das Gefühl, so alle 5 Minuten tust du wieder so einen Knopf drücken, dass wieder ein bisschen, also einfach Energie, ich weiß nicht mal, ob es Adrenalin per se ist, aber halt einfach, du pushest dich, du probierst richtig alles zu geben für die Leute und ihnen den bestmöglichen Abend zu bereiten. Und das gibt viel Energie an sie, aber es kostet viel Energie von dir. Und es ist dann nicht so, dass ich nachher zusammenklappe. Aber ich habe dort gemerkt, das ist harte Arbeit. Und vor allem habe ich gemerkt, das ist jetzt keiner gesehen für mich. So, es gibt jemanden, wo man sagt, das ist jetzt der gesehen. Der hat richtig, der hat, boah, aus dem Grund mache ich es. Und an dem oben ist es ein bisschen mehr so gesehen, ja, da habe ich gespürt nachher. Ja. Cenk ist dabei gesehen als Support. Und jetzt kommt nämlich das Hauptding. Ich behaupte, das hat alles natürlich noch mitgespielt. Der Match ist ja noch gesehen, ja? Und wir haben da zuerst in der Body haben wir ein bisschen geschaut. Dort haben wir zuerst gegessen. Die Body ist gerade neben dem Theater. Super geil, wirklich tolle Location, tolle Leute, alles traumhaft. Aber ist halt eben noch ein Match. Schauen wir die erste Hälfte, die zweite Hälfte schauen wir in der Kabine, also im Backstage sozusagen. Und dann kommt natürlich langsam aber sicher der Moment, wo man merkt, das geht. Verlängerung. Und wenn wir jetzt rechnen, 6 geht er los, 90 Minuten plus noch eine Viertelstunde Pause, dann ist Viertel vor 8 Verlängerung. 8 müssen wir loslegen. Ja? Cenk musste Support müssen in dem Moment Support spielen. Der hat dürfen, während der Verlängerung hat er dürfen die Leute aufheizen. Ja? Die zwei Jungen, der eine hat noch ein Handy auf dem Oberschenkel gehabt mit dem Match, wo er da geschaut hat. Also, eben und alle anderen haben sich definitiv nicht für Fußball interessiert, sonst wäre sie nicht an dem oben dort gesehen. Und dann ist es so, haben wir den Deal gemacht, auch mit dem Veranstalter und dem Publikum, sind alle informiert gesehen. Falls es Penalty-Schießen gibt, würden wir dann eine Pause machen. Der Cenk macht eh immer so Support, 20, 25 Minuten, dann machen wir Pause und ich spiele nachher mein Programm am Stück. Das heisst, das ist dann wirklich ziemlich genau aufgegangen, dass, wo der Schiri abpfifft zum Penalty-Schießen, der Cenk sagt, oh, das war's gesehen von mir, jetzt machen wir Pause. So, somit schauen dann alle auf irgendwelche Handys backstage, überall draußen, vorne dran, schauen sie das Penalty-Schießen. Nachher stimmt mich natürlich super am Arsch. Und das war der Moment, wo ich dann auf die Bühne gehen und sage, hey, und jetzt geht's los. Aber es ist easy oben gesehen, hat eben vor allem Bock gemacht, Solo an sich zu spielen. Ein paar Fehler gehabt, aber ich habe gemerkt, ich kann es noch. Das ist immer sehr etwas Wichtiges. Und ich glaube schon, anhand von Applaus und Lachen und so, dass es den Menschen dort gefallen hat. Aber es ist jetzt nicht, es ist nicht gesehen wie ein Zug dernier. Aber kann nicht immer so sein, ja. Drum bin ich mir noch nicht sicher, ob ich wirklich einen Vlog aus dem machen will. Weil ich so gedacht habe, wer will schon sehen, wie der Cenk und ich backstage die ganze Zeit so auf den Bildschirm schauen. So, oh, shit. Ah, und dann irgendwann, was? Rote Karte? Jetzt kann doch nicht sein, dass es eine rote Karte ist. Und nachher beim Penalty ist jetzt, nein. Nein. Habe ich so gedacht, wer will das schon sehen? Also, vielleicht. Entschuldigung, Gesundheit, danke. Habe ich gedacht, das würde man sehen hauptsächlich, weil wir schauen ja hauptsächlich Match. Und nachher würde man sehen, wenn ich von ein paar Leuten ein paar Gags mache. So. Vielleicht schneide ich es noch zusammen, vielleicht mache ich auch so eine kleine Version daraus, vielleicht auch nicht. Könnt ja sonst, es wird eh keine Sau schreiben, aber könnt ihr schreiben, wenn ihr findet, da wollt ihr einen Vlog sehen von dem. Was ihr eh immer könnt, ist mir eine Mail schreiben. Auf podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Und ich schaue mal, ob dort etwas reingekommen ist. Im Normalfall, man kann Fragen stellen, man kann Bemerkungen abgeben, man kann auch etwas Spezifisches, wenn einem eine Geschichte an etwas erinnert, wo einmal passiert ist und so weiter und so fort. Ja, also einfach, was da immer wollt loswerden, könnt ihr dort loswerden. podcast@joelvonmutzenbecher.ch. Und da haben wir eine Nachricht. Hallo Joel. Betreffend Anfrage betreffend Comedy. So,
wenn das jetzt ein Firmen-Gig ist für Franke, geil. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich war letztens bei deiner Vorstellung im Zelt einer. Ah, voilà, das haben wir ja gesehen. Und verfolge dich schon eine längere Zeit. Du bist der, wo immer z' Nacht mir hinter drin läuft. Nachdem ich meine Karriere als MMA-Fighter und Wrestler, wow, mehr oder weniger beendet hatte. Was heißt mehr oder weniger? Er nimmt sie nur noch mit einem Arm. Er würgt sie nur noch mit einem Arm. MMA-Fighter und Wrestler. Habe ich mit Stand-Up-Comedy angefangen? Okay, da muss ich mal schnell unterbrechen. Erstens, MMA, das habe ich letztes Wochenende natürlich auch zu tot geschaut. Bin zum Kollegen heim, haben wieder mal alle Fights geschaut, von, was ist gesehen, 12:30 am Morgen bis 7 am Morgen. Sehr, sehr, sehr intensiv gesehen. Mit dem Main Fight und einem sehr, 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 sehr hässlichen Fußbruch. Wrestling finde ich spannendes Business, aber schaue ich nicht so gern, weil man weiß ja, dass alles gefaked ist. Aber das tönt schon sehr nach einem Joe Rogan aus der Schweiz, ja? Wenn er MMA-Fighter und Wrestler. Gut, Joe Rogan hat nie per se MMA gemacht, sondern einfach Taekwondo. Und was ist er da gesehen? US-Meisterschaften. Hat er, glaube ich, gewonnen. Ich hatte vor kurzem meine ersten zwei kleinen Auftritte und nun wollte ich dich um Rat fragen. Okay. Wäre es für dich okay, wenn ich dir die beiden Videos zusenden könnte und du diese ansehen würdest und mir ein Feedback dazu geben? Ich bin mir bewusst, dass du viel um die Ohren hast. Wahnsinnig viel. Ja, in einer Pandemie Komiker sehe ich. Aber ich wollte dich ganz frech darum bitten, da du so viel Erfahrung hast, danke vielmals, und ich schon länger ein Fan von deiner Arbeit bin, natürlich habe ich auch Verständnis, wenn du dazu keine Lust hättest. Liebe Grüße, Sascha. Sascha, das ist der gesehen, wo noch auf dem Oberschenkel den Matsch geschaut hat. Und das ist auch der gesehen, wo ich gefunden habe, ich mache sicher keinen Spruch darüber. Jetzt wissen wir warum. Weil man sieht mal an, dass er MMA und Wrestling gemacht hat. Und normalerweise würde ich jemanden mega roasten, wenn das Handy auf dem Oberschenkel ist. In dem Moment bin ich aber auch froh gewesen, weil ich ja selber wissen, was beim Match abgeht. vielen Dank für deine Anfrage. Ja, also es ist ja mehr eine Frage als eine Anfrage. Es ist ja eigentlich eine Anfrage für dich. Also eine Befragung. Egal. Mache ich sehr, sehr gern. Mache ich wirklich immer sehr, sehr gern. Ich kann jetzt aber sagen, noch nicht. Ich würde nach zwei Auftritten, würde ich sagen, bringt es nicht null, aber bringt es mega wenig, wenn ich dir Videos anschaue und dir auf die Feedbacks gebe. Und das habe ich in diesem Podcast sicher schon ein paar Mal gesagt und das sage ich, werde ich auch immer noch weiter sagen und schreibe ich auch immer, wenn jemand irgendwie auf Instagram nach so etwas fragt. Oft sind es Menschen, die noch gar keinen Auftritt gehabt haben. Du hast jetzt schon zwei gehabt. Ich mache es, wenn du 10-mal mehr gehabt hast, 20-mal mehr, irgend sowas, ja. Wenn du selber schon ein bisschen die Erfahrungen gesammelt hast, wie es überhaupt ist, auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das ist jetzt momentan der wichtige Teil. Viel wichtiger als der Inhalt, viel wichtiger als was du überhaupt erzählst und wie du es erzählst, ist das Wichtigste mal, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen und Stand-up zu machen, ja. Und Ich kann dir ein paar Tipps geben und die finde ich, haben mir mega geholfen. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich schaue auch immer, dass sie eher, was soll man sagen, eher allgemein sind und man daraus kann ziehen, was man will. Nämlich, erstens, hast du schon mal richtig gemacht, beide aufgenommen. Jeden Auftritt aufnehmen. Habe ich gelernt von Mittermeier, kann ich darum nicht als mein Tipp geben, sondern einfach weitergeben. Hat mir massiv geholfen. Jeden Auftritt aufnehmen. Vor allem am Anfang spielen. Es gibt genug Open Mics mittlerweile in der Schweiz. Das haben wir alles nicht gehabt damals. Ausnutzen, unbedingt machen und alles aufnehmen. Und vor allem nicht nur aufnehmen, nachher auch hören. Schauen von mir aus auch. Aber vor allem hören. Weil man ein Gespür kriegt. Eben, man kriegt ein Gespür, wo haben sie gelacht. Haben sie bei beiden jetzt in dem Moment Auftritt, bei 5 Auftritt, bei 10 Auftritt, haben sie immer dort gelacht? Geil.
Ah, du nicht? Wieso nicht? Okay, schon mehrmals du nicht. Wieso nicht? Soll ich es anders sagen? Ja, probier es mal anders zu sagen. Wenn ich es anders gesagt habe und es immer noch nicht funktioniert, schmeiß es vielleicht raus. Wirklich, wenn man auftritt, hat man ein völlig anderes Feeling, als wenn man es nachher hört. Wenn man auftritt, ist man vor allem am Anfang, wenn man frisch anfängt und das wirklich noch die ungewohnteste Situation ist, dass man überhaupt vor Menschen steht und in einem Mikrofon redet und die einem zuhören und vielleicht sogar noch eine Reaktion geben, da blendet man so viel aus, weil allein schon das Erlebnis kann so großartig sein, vom Gefühl her, dass man völlig vergisst, was man erzählt hat, wie man es erzählt hat, ob sie gelacht haben, wie fest sie gelacht haben. Man hat eine komplett verschobene Wahrnehmung. Das heisst, unbedingt nachher hören und wirklich von außen betrachtet hören. Also dann wirklich einfach nicht, selbstkritisch sein, nicht selbstzerstörerisch natürlich, aber selbstkritisch zuhören, denken, okay, habe ich das gut gemacht? Habe ich das nicht so gut gemacht? Wieso haben sie da gelacht? Wieso haben sie nicht gelacht? Ja? Und einfach auftreten. Und spezifische Fragen tue ich sowieso immer beantworten, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn man bei einem bestimmten Teil irgendetwas probiert und so weiter und so fort. In dem Fall, ich werde es anschauen. Ich kann es mir jetzt schon schicken. Und ich werde es auch jetzt schon anschauen. Aber ich werde mich hier mit zu viel Feedback. Weil das Wichtigste, und das ist eigentlich mit dem, alles, was ich vorher gesagt habe, will ich eigentlich nur das sagen. Das Wichtigste am Stand-up ist, dass man selber einen Prozess findet, der funktioniert. Und dann ist man quasi kugelsicher. Weil wenn der Prozess für einen stimmt, dann kann man auch mal einen schlechten oben haben. Man weiß, man hat einen Prozess, der einem selber Spass macht. Und ich behaupte, den findet man nicht so gut, wenn man zu früh sich von Menschen Sachen sagen lässt. Ja. Und eben das war meine Tipps, die ich jetzt gegeben habe, sind einfach, probiere ein Gespür für das zu entwickeln. Und wenn ich das würde hören oder schauen und dann sagen, mach das dort so, dann würde ich dir in die Prozesse schon extrem früh reinfunken, ohne dass du überhaupt eine Chance hast, die zu entwickeln. Das ist meine persönliche Meinung, darum mache ich das so. Es gibt sicher andere, die das anders sehen und das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Das war aber mein Tipp. Mach weiter. Übrigens habe ich gehört, dass du auftreten bist irgendwie eine Woche davor und habe gehört, sich sehr gut gesehen. Also das kann man auch schon mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, Auftreten, immer hören, immer schauen, wie es gesehen ist, Sachen verändern, auch mal austesten, auch mal bewusst etwas, was funktioniert, bewusst mal weiterentwickeln, im Sinne von, kann ich es noch stärker machen? Nein, kann ich nicht. Okay, ich lasse es da. Einfach diesen Prozess spüren, wirklich ausprobieren, scheitern, Erfolg haben, in den kleinen Sachen, in einzelnen Witzen, in einzelnen Sätzen, ja, überlegen, muss ich das überhaupt sagen? Oh, ja, ich muss es sagen, weil sonst verstehen die Leute gar nicht, was ich meine und so weiter und so fort. Ja? Und dann, wenn du ein paar 20, 40 Auftritte hinter dir hast, dann schickt mir das Zeug so. Oder noch besser, ich behaupte, wir werden uns in dem Fall eh irgendwann mal näher sehen, wenn du öfters auftrittst. Und dann wird es live können sehen und dann werde ich dir sicher auch können Feedback geben, falls du das dann noch willst. Oder vielleicht sagst du dann auch schon, ja. Alles überholt. Nein, aber wirklich sehr, sehr gern. Freut mich, jeder Mensch, der Bock hat, Comedy zu machen, macht's. Probiert's aus. Wirklich. Man kann mittlerweile, ohne sich eben schon zu viel Druck machen, nach zwei Auftritten, überhaupt nicht. Man kann einfach auf der Open-Mic-Bühne stehen, vor ein paar Leuten etwas ausprobieren und man kann weitermachen. Es ist nie der erste Auftritt der geilste. Einfach nicht. Wirklich nicht. Sondern der kommt irgendwann und dann kommt er wieder und dann kommt er wieder und der wird sich selber immer wieder übertrumpfen. Und darum, wer auch immer Bock hat, Stand-Up zu machen, macht's. Unbedingt. Meldet euch an beim Open Mic, vor allem wenn ihr es noch nie gemacht habt, werdet ihr sicher ins Line-Up kommen, weil die Leute sind froh, wenn jemand Neues kommt. Und ja, performt das Shit raus. Performt alles raus, was ihr auch immer erzählen wollt. Das war es dann von der letzten gesehen vom
Solo Feel Good Podcast, der erste, der am Dienstag ist. Wir werden jetzt immer Dienstag und Freitag werden wir Folgen rausbringen. Im Normalfall Dienstag Solo, Freitag mit Gast. Mal schauen, ob das immer geht. Aber ich bin sehr bemüht. Ja? Freue mich natürlich auch, wenn ihr mir schreibt, damit ich dann auch ab und zu etwas zu erzählen habe in diesen Solo-Folgen. Und ihr hört mich wieder oder seht mich wieder am Freitag. Bis zweistimmig, voll geil.